Nach der tödlichen Messerattacke im Regionalzug von Hamburg nach Kiel stellt Bundesinnenministerin Faeser den Umgang der Behörden mit dem mutmaßlichen Täter offen in Frage. Die SPD-Politikerin, sie will antworten, warum der polizeibekannte und vorbestrafte staatenlose Palästinenser nicht im Gefängnis war. Noch ist auch unklar, ob der 33-Jährige hätte abgeschoben werden können. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er soll eine 16-Jährige und einen 19-Jährigen brutal mit einem Messer getötet und 5 Menschen zum Teil schwer verletzt haben. Kurz vor der Tat war der Mann in Kiel in der Ausländerbehörde. Mehr von Leonie von Randow. Am Bahnhof in Brokstedt herrscht Fassungslosigkeit. Trauernde haben Kerzen aufgestellt, gedenken gemeinsam der Getöteten. Am Mittwoch soll der vorbestrafte Ibrahim A. in einem Regionalzug wahllos auf Reisende eingestochen haben. 2 Teenager sterben, ein 17-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Junge. Hier in Brokstedt kam der Zug schließlich zum Halt. Wenn man das so hört, denkt man wirklich, wie geht's den Eltern, ne? Wir sind selber Eltern. Es hat den ganzen Ort einmal aus den Angeln gehoben. Man hätte es auf jeden Fall versuchen müssen, ihn gar nicht erst rauszulassen aus der Untersuchungshaft. Es ist einfach unfassbar, dass man da nicht durchgegriffen hat. Zu Schock und Trauer kommt immer mehr Wut über das augenscheinliche Versagen der Behörden. Der 33-jährige Ibrahim A. war der Polizei alles andere als unbekannt. 12-mal wurde gegen ihn ermittelt, unter anderem 2016 wegen schwerer Körperverletzung, 2019 wegen sexueller Nötigung. Am Nachmittag besuchen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther und Bundesinnenministerin Faeser den Tatort, gedenken gemeinsam der Opfer. Ich glaube, der Respekt vor den Opfern, der Respekt vor den Verletzten gebietet es auch, dass wir jetzt auch schnell aufklären, auch uns selbst überprüfen, hätte diese schlimme Tat verhindert werden können. Erst vor einer Woche wurde Ibrahim A. aus der U-Haft entlassen. 2014 war der mutmaßliche Täter aus dem Gazastreifen nach Deutschland gekommen. Er ist staatenloser Palästinenser, hatte einen Schutzstatus inne. Trotz seiner Vorstrafen konnte er somit nicht abgeschoben werden. Wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war? Wie konnte das passieren? Und wie konnte es passieren, dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht länger in einer Justizvollzugsanstalt war? Viele offene Fragen bleiben. Der 33-jährige Ibrahim A. sitzt mittlerweile wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vierfachen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Und damit schauen wir an diesem Freitagmorgen nach Brokstedt in Schleswig-Holstein zu Alina Quast. Guten Morgen, Alina. Also die Bundesinnenministerin fordert jetzt ganz offen Antworten von den Behörden. Aber kann man tatsächlich schon von Behördenversagen sprechen? Das sind auf jeden Fall jetzt Fragen, die man sich stellen muss und wo Antworten kommen müssen von den Behörden. Vor wenigen Tagen wurde er ja aus der U-Haft rausgelassen. Das wurde beschlossen vom Landgericht in Hamburg. Es wurde da auch ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Und offenbar haben die Psychiater geurteilt, laut Behörden, dass der Mann keine Gefahr für sich und keine Gefahr für andere darstellt. Also es gab keine Auffälligkeiten. Aber trotzdem muss man natürlich diese Frage, dass jetzt hinterfragen, dass der Mann wieder freikam. Und die Behörden wussten ja auch offenbar, dass der Mann obdachlos war, dass der Mann schon viele schwerwiegende Straftaten begangen hat und dann von dem Gefängnis auf die Straße kommen wird. Also das sind jetzt Fragen, die man sich in diesen Tagen stellen muss, wo wir auch deutliche Worte von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser gehört haben, die ja gestern hier am Tatort war, auch mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten, der auch meinte, dass man jetzt eben schauen muss, wo sind Fehler passiert, was hätte man anders machen können, auch um zukünftige Taten zu verhindern und diese Tat aufzuklären. Denn Antworten, das sind ja auch das, was die Opfer und die Verbliebenen und die Angehörigen erwarten jetzt in diesen Tagen von den Behörden. Alina, mittlerweile ist Haftbefehl erlassen worden gegen den Mann. Heißt konkret, wie geht es jetzt weiter? Nun, der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft in Itzehoe. Übrigens nicht da, wo er vorher in Untersuchungshaft saß. Das war in der JVA Bilwerda. Und natürlich geht es bei den Ermittlern jetzt vor allem darum, um die Suche nach einem Motiv, also die Hintergründe der Tat aufzuklären. Es geht auch noch mal um Zeugenvernehmungen. Natürlich, das wurde direkt im Anschluss an die Tat auch schon gemacht. Hier ist ein Restaurant, nur wenige hundert Meter von hier. Und dort wurden die ersten Zeugen vernommen. Da geht man jetzt noch mal in die Tiefe natürlich.
Und die Ermittler haben ja auch gesagt, dass der Mann einen offenbar stark verwirrten Eindruck nach der Tat gemacht hat. Auch da muss man natürlich jetzt die Hintergründe klären, in was für einer Verfassung war der Mann bei der Tat, die er vergangenes Jahr begangen hat. Da stand er ja unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Also das ist sicherlich auch etwas, was man jetzt nachprüfen muss. Und lass mich noch ein paar Worte zu den Opfern finden. Wir haben es gestern gehört, dass zwei der Menschen, die er niedergestochen hat, wurden im Krankenhaus operiert. Sie sind noch im Krankenhaus. Also es waren ja mehrere Menschen, die verletzt waren. Viele, die mit einem Schock davon kamen. Aber es sind ja auch zwei Menschen gestorben. Ich stehe hier am Bahnsteig von Brokstedt, wo der Zug zum Halten kam. Hier kamen gestern viele Menschen, die Kerzen abgelegt haben, die Blumen niedergelegt haben. Gestern haben sich hier etwa 80 bis 100 Menschen versammelt und haben sich verabschiedet. Viele Familien, mit denen ich gesprochen habe, die um die zwei Jugendlichen trauern, die hier ihr Leben ließen. Und es sind auch Betreuer an der Schule des Mädchens beispielsweise, um dort den Mitschülern beizustehen, den Lehrkräften beizustehen. Ja, nach dieser wirklich schlimmen Tat, die sich vorgestern hier ereignet hat. Alina, du wirst die weitere Entwicklung für uns rund um den Messerangriff in Brokstedt weiter beobachten. Danke erstmal für den Moment. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.